Hallöchen und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Animal Crossing New Horizons. Heute ist Sonntag, der 25. Oktober 2020 und ich heiße dich ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge. So, wer hat uns denn mal wieder geschrieben? Richtig viel, sogar Minna mit ihren guten Coupons, ganz klar, wer hat ihr geholfen? Dann Otoka, für dich Moni. Ich habe dieses Kostüm zum Verkleidensbeam gekauft. Aber es ist wirklich unbequem, wenn man darin Fläschchen machen will. Also dachte ich, ich schenk's dir einfach. Bitte schön, lass uns verkleiden spielen. Ja, in 6 Tagen, Otoka, okay? In 6 Tagen spielen wir verkleiden. Ups, jetzt habe ich's gelöscht, hoppala. Ich hab's, Moni. Mir wurde oft gesagt, dass ich die Dinge zu ernst nehme. Daher werde ich von nun an alles locker sehen. Ich werde spontan etwas unternehmen und Regeln sein lassen. Ganz ernsthaft. Oh, immer noch ganz Maria. Den Brief kennen wir, deswegen habe ich den bewusst. 140.000. Was ist ebenso effektiv, Möbel der gleichen Farbe zu kombinieren, also akribisch zum Design zu kreieren? Ja, okay. Ja, wir haben ja immer noch den einen Raum, um auf die 150.000 zu kommen. Das sollte ja das Ziel sein. Lieber Noni, uns verbindet eine wunderbare Freundschaft. Womöglich sage ich dir nicht genug, ob ich empfinde jeden Tag aufs Neue unsere tolle Freundschaft. Es ist ein Segen, dass wir uns begegnet sind. Sentimental, Miso zu. Ah, das wäre schön. Von dir kriegen wir sehr, sehr selten Post. So, jetzt haben wir doch mal. Klar, Minna-Coupons und von Otoka, der hier gleich mal ist, ein Sushi-Kochjacke. Haben wir zwar schon, aber mein Gott, ich behalte es einfach mal ganz kurz, ne? Weil vor allem hat das gesehen. So, ich bin gespannt, ob die Steine jetzt endlich mal richtig gespawnt sind. Ich habe jetzt 3 Tage mal nicht aufgenommen. Das kommt ja auch eher seltener vor. Da sind aber nie die richtigen Steine gespawnt. Das nervt mich schon so ein bisschen. Aber vielleicht ja heute. Heute ist ja... Gut, da ist schon mal nichts gespawnt. Ja, okay, das heißt im Steinkreis und... Und... Oh oh. Es ist gar keiner gespawnt. Das bedeutet, der Stein ist wieder irgendwo gespawnt. Oh mein Gott. Es ist sogar der richtige. No way, Alter. Gut, das wird mich noch ein paar Tage dauern, aber ich bin einfach teilweise zu blöd, muss ich ehrlich sagen. Warum mache ich hier keinen neuen Design? Ich mache hier... ich tue hier die Blume ausgraben und dann mache ich aber kein neues Design dahin. Genius, auf jeden Fall. Naja. Vielleicht dann im nächsten Part. Jetzt ist es halt wieder Glück, so welcher Stein spawnt, welchen bekomme ich, dies, das, ihr wisst Bescheid. Ja gut, naja, heute bin ich wieder um 17 Uhr unterwegs. Ich liebe diese Uhrzeit und ich kriege von dem Team nie genug, deswegen... Genau, können wir das mal öfters machen, ne? So, ich freue mich schon übel auf den November, jetzt ist ja schon wieder Ende Oktober. Also ich plage mich jetzt schon fast den ganzen Monat damit rum. Oh mein Gott, endlich mal was Neues. Einen Kürbishocker oder so, Stuhl. Sehr gut, und wenn es passt, dann würde ich auch noch dieses coole Kinderbett mitnehmen, weil es gefällt mir eigentlich ganz gut. Ein Nostalgie-Rennauto, das wäre mega cool. So, nehme ich mit. Ich glaube, das habe ich auch noch gar nicht. So, und Ronny, was machst du? Das Schreibset braucht man nur für alles andere, schon perfekt, finde ich. Ja, habe nicht verstanden, was ich uns sagen wollte. So, ein Bonbon. Ich werde, glaube ich, mittlerweile habe ich locker 20 Stück, aber man kann, glaube ich, nicht genügend haben. Immer so ein bisschen auf Vorrat, die saisonalen Sachen. Ah, und für euch habe ich auch noch was, stimmt. Hallöchen. Hätte ich es fast vergessen, wenn sie mich nicht so bedrängen würden. So, also, zack. Und sonst noch so. Ja, die eine Birne jetzt auch mal. Dann die Sushi-Kochjacke auch, komm. So, ja, ich habe einiges dabei wieder. Alright. Bye, bye. Okay, mal gucken. Ich habe heute eigentlich nicht so wirklich geplant. Aber ich denke, wir werden einfach mal weiterbauen. Heute ist ja wirklich gar nichts los, außer ein paar Nukemeinen. Wir werden, wie gesagt, einfach ein bisschen, ne? Hier ein bisschen dies, das gestalten. Ich denke mal, das ist gar nicht mehr schlecht, ne? Okay, kenne ich schon. Da bin ich mir recht sicher, weil der Name. Das Cover hätte ich vielleicht so gesagt, okay, kenne ich vielleicht nicht, aber vom Cover her sieht man es dann doch ganz gut. So, bin ich hier überhaupt richtig? Ja, sorry, ich bin... Keine Ahnung, was halt los ist wieder. Aber wir können heute auf jeden Fall schon mal an... Ja, das ist halt so doof, es sollte jetzt echt mal langsam spawnen.
so wie es sein soll. Ich frage mich, soll ich die Bäume so lassen? Nee, oder? Ich könnte doch theoretisch... Guck mal. Kann man hier theoretisch was hinbauen? Tatsache. Boah, dann würde ich das halt... Ja, dann würde ich hier natürlich auch noch einen Baum hinpflanzen. Ich habe hier sogar einen Nadelbaum noch. Dann schauen wir doch mal. Aber zuerst hole ich mir neue Früchte. Weil das tue ich mir so nicht an. Oh Mann, schaut das hier immer noch sehr, sehr wild aus, auf jeden Fall. So, genau, hier sind wir ja richtig. Holen wir einfach mal die Äpfel hier runter, warum nicht? 2 und 3, perfekt. Dann hier die. Krass, wie schnell die immer weggehen, weil die sind einfach sehr sinnvoll und sehr hilfreich auch. Jawohl, ohne überhaupt ein Design wegzumalen. Das kam ja auch eher selten vor, leider, aber gut. Das ist vielleicht jetzt endlich mal toll, dass es funktionieren tut. So, also wir testen das gleich mal und ich würde gleich am Anfang hier mal ein kleines Äpfelchen essen. So. Achso, Design-App habe ich noch gar nicht aktiviert. Wie ich das hier mache, direkt am Rand, weiß ich ehrlich gesagt noch gar nicht. Ich schau mir mal, ich guck mal so ein bisschen, ne? In nächster Zeit werde ich das bauen. Ich habe jetzt in letzter Zeit echt wieder das Pokémon-DLC gespielt, deshalb ist Animal Crossing eher etwas kürzer gekommen, aber naja, ist ja wohl logisch, ne, dass ich das nicht beides auf einmal hinbekomme. Aber damit bin ich jetzt eigentlich so gut wie durch schon. Das war ja nicht wirklich lang. Das heißt, wir können uns wieder auf Animal Crossing plus Sims konzentrieren. So, mal schauen, wie finde ich es besser? Ausgewachsen oder nicht ausgewachsen? Ausgewachsen. Okay, und jetzt habe ich hier noch einen kleineren. Ah, okay, es geht hier doch nicht. Schade. Da muss ich nochmal gucken, man könnte nämlich theoretisch hier einen hinmachen. Wenn ich hol den mal raus und wir schauen uns das Ganze an. Schaut an und schon wieder sind 2 weg. Ja, obwohl, dann wäre das halt synchron. Ja, nee, ich lasse das schon da, wo es war. So, und baut es auch fertig. Aber ich denke mal, Büsche könnte man hier theoretisch pflanzen. Ey, ich habe noch eine Idee gehabt. Ich habe sie aber schon wieder vergessen. Ehrlich gesagt. Und zwar wollte ich irgendwo noch so ein kleines Plateauchen bauen. Ja gut, hier wohl eher nicht. Aber... So, ich mach das wieder weg. Moment. Ja, dann war es wahrscheinlich auf der anderen Seite. Weil wenn man hier so längs läuft, so... Kann man nämlich hier noch locker flockig ein Plateauchen hinmachen. Mhm. Ich würde sagen, wir machen heute mal hier dieses Chaos ein bisschen weg. Weil das gefällt mir auch absolut nicht, so wie es gerade ausschaut. Keine Ahnung, was ich da mir gedacht habe. Ob ich mir was gedacht habe, ich weiß es zumindest nicht mehr. Wenn ich mir was gedacht habe. Deswegen hätte ich dafür, ich sag mal, über Nacht, also zum nächsten Tag hin, nie offene Designs lassen. Denn ja, es geht einfach nicht. So, ich mache das jetzt mal nochmal komplett alles weg, weil ich habe mir überlegt, dass der Boden so vielleicht doch nicht so gut ist, wie ich denn hier ihn versucht habe zu platzieren. Deswegen, ja, habe ich gedacht, ich glaube, am besten wäre es, damit wir wirklich nichts vergessen, so das zu machen. So, machen wir es einfach mal ein bisschen weg. Bisschen aufräumen im Part ist ja auch nicht so schlimm, ne? Ja, ich denke, hier habe ich schon alles. Hier bei der Brücke müssen wir halt etwas größer anfangen, obwohl ich da gerade auch schon eine Idee habe. Also das hier will ich auf jeden Fall nicht so haben. Das gefällt mir mittlerweile gar nicht mehr. So, ich weiß auch gar nicht, ob ich das gerade ein bisschen zu viel mache, weil ich glaube, dass wir tatsächlich gar nicht so viel schaffen. Aber so ein gerader Weg muss hier wirklich nicht hin. Ich glaube, ich mache hier auch einfach einen Einerweg und dann passt das auch. Weil ich finde, beim Campingplatz ist das ganz gut gelungen. Und das können wir ja hier genauso umsetzen. Ne. Ja, come on. So, ich habe Gott sei Dank noch jede Menge Platz. Ja, 10 Stück ist jetzt mehr oder weniger jede Menge. Ehrlich gesagt, aber naja. Vielleicht nehmen wir noch die hier raus und dann passt es erstmal, obwohl die 3, die 4 Sachen, ja. Alles easy. Ich mache hier doch noch alles weg, natürlich. So, hier würde ich das erstmal so machen, weil ich finde den Anfang gar nicht so schlecht eigentlich. Hier den Eingang muss man natürlich auch, darf man nicht ignorieren. So. Das
grabe ich erstmal alles aus. Und genau, dann haben wir es ja auch gleich schon. Ich muss auch gucken natürlich, dass ich die ganzen Blumen nicht vermehren kann, weil es irgendwann echt dann komisch ausschaut, wie viele lila Blumen hier sind. Finde ich eben nicht so toll, wenn es dann so wird. Hier das mit den Bäumen gefällt mir halt eigentlich ganz gut an sich komplett. Also das würde ich tatsächlich vielleicht sogar schon so lassen, aber fehlt vielleicht noch die eine oder andere Blume, sehe ich gerade. Da steht sowas. Habe ich gar nicht gesehen, schaut an. So, dann will ich nehmen eben... Genau, Moment. Warum ist hier sowas? Da will ich halt hier eben... wo ist denn das da? Sowas. Und daneben vielleicht. Jawohl. Sieht man ja sowieso nicht, ne? Obwohl, hier will ich vielleicht noch so ein... Wo ist denn der einfache Zaun? Ach so, ich habe ihn so. So, der Le. Ja, wir könnten hier natürlich auch ebenso gut Zäune hin. Ja, ich glaube, das mache ich auch. Das finde ich besser. Sieht aber ein bisschen clearer aus. Clearer. Ja, ich finde es besser so. So, man kann hier trotzdem natürlich das eine oder andere Blatt etc. designen. So, und dann vielleicht noch hier eins. Mit den lila Punkten, genau, wie heißen die jetzt? Pilze? Genau, nicht Punkte. Okay, so, und dann gucken wir mal. Ich würde tatsächlich mal kurz, weil das verwirrt mich sonst ein bisschen, dann denke ich so, okay, ich muss mich daran anpassen. Das war eben mein Fehler, ich habe den kompletten Wald an den Weg angepasst und man soll es eher andersrum machen, den Weg an die Gestaltung anpassen, finde ich jetzt. Deswegen, genau, mache ich das jetzt nochmal hier alles komplett neu. Der Wald war ja eh mehr oder weniger so willkürlich. Einfach mache ich hier was hin, da was hin. Und das möchte ich jetzt eben ausbessern. So. Ja, da mache ich jetzt das auch erstmal hin. Damit ich mir da sicher sein kann. Und bis hier erstmal alles weg. Das heißt, hier muss aber auch noch überall alles hin. Fossilia, da werde ich ja wohl jetzt den Platz auch noch opfern können, oder? Dann haben wir jetzt nämlich uns den Bereich schon jetzt mal ausgesucht, der erstmal jetzt gestalten werden muss. Ich finde halt, das Einzige, was wirklich gut geworden ist beim hier bei diesem Wald, ist Tatsache meiner Meinung nach der Strand. Der sieht echt hübsch aus. Ich mag ihn sehr gerne. Ich mag auch hier, wenn man so dann hier reinkommt, zack. Gefällt mir. Bis aufs letzte Detail gefällt mir das eigentlich recht gut. Ja gut, das da könnte man überlegen, aber sonst wirklich hübsch. So, genau, oder hier so ein Plateau könnte man sich auch überlegen. Wie gesagt, es gibt mehrere Möglichkeiten, aber das schauen wir uns dann eben heute nicht an, sondern eben wirklich nur bis hier. Mal jetzt mal kurz hier noch die restlichen Designs hin. So, und wie gesagt... Interessiert uns heute mal nur dieser Bereich. So. Ja, manchmal noch das hier weg, weil es ist wirklich verwirrend, wenn es da so ist. Keine Ahnung. Das macht meine Kreativität ein bisschen kaputt. Ich mochte halt hier, also ich mochte an sich den Wald ja komplett nicht. Aber hier diese Kreuzung kann ich auch überhaupt nicht schön. Die mache ich jetzt mal hier komplett weg, so eben nicht. Und eben die fällt so weg, dann... Fand ich, er war ein bisschen langweilig und mit einem Steinkreis kann er gar nicht mehr langweilig sein, weil Steinkreise sind einfach nur specialig. Kann man einfach nicht anders sagen, ne? Ich mache jetzt hier noch die letzten Designs weg und dann können wir reinstarten in die Gestaltung. Ich bin gespannt, was es hier geben wird. Ich mache das jetzt auf jeden Fall mit um einiges mehr Mühe. So ein paar alte Sachen musste man ja auch mal überarbeiten, ne? Wie das hier. So sollte das sein, genau. Beim anderen kann ich ja ruhig so machen. Sehr wurscht. So. Ah, so nicht vielleicht. Jetzt ist eben die Frage, ob ich so mache. Oder eben gerade. Oh, was ist denn da passiert? Da ist noch so eins. Okay, ich würde aber tatsächlich sagen, Moment. Dass ich den hier eins nach hinten verschiebe, finde ich irgendwie ein bisschen besser. Sollte ja auch ohne Probleme möglich sein. So, und... Ich habe sogar genügend Nadelbäume. So. Ah, vielleicht sogar ein Ella. Ja, das mache ich doch.
wenn ich schon so einen habe, dann werde ich mich einfach davor oder daneben. Ja, gucken wir mal. Mal gucken, wie es ausschaut, wenn ich hier einen Ella nur reinmache. Ich weiß noch nicht. Ajo, komm, passt schon. Die Sache ist bloß, wo werde ich ihn freezen? Ja, wahrscheinlich schon hier vorne, weil... Andere Möglichkeit bleibt eigentlich nicht wirklich offen. Ich wollte ja eigentlich zumachen, aber mein Gott. Ich habe keinen mehr. Nope, okay. Zack, dann ist der nämlich so fertig. Sehr gut. Und das ist eben jetzt dann komplett fertig. Hier würde ich dann tatsächlich so mehr oder weniger offen lassen. Einfach nur, weil man da hier immer fischen kann. Wenn man Lust hat, ne? Und das gefällt mir eigentlich ganz gut. Okay, was machen wir jetzt hier draus? Mal gucken. Also ich kann ja hier überall Bäume hinstellen, weil es ja überall ein Abstand ist, theoretisch. So, ich mache jetzt mal hier das auch ein bisschen anders. Ich werde hier nämlich Unkraut pflanzen. Habe ich nichts? Okay, da habe ich dann was gesehen. Hier nämlich. Hätte ich hier stattdessen lieber mal... Boah, keine Ahnung. Hier? Jo. Und daneben passt so. Okay, passt. Alright, ja, so ist besser. Dann hier nehme ich jetzt... Achso, genau, Unkraut. Hätte ich das jetzt vergessen, wäre es ein bisschen traurig. Unkraut pflanzen. So, diese Stelle hier ist ja immer noch auch ein bisschen, ne? Ein bisschen, naja, sage ich mal so. Ich werde, glaube ich, hier auch einfach mal... Nein, der Strohzaun, der passt hier ja nicht so. So, erstmal so mal, obwohl es ein bisschen random rüberkommt. Ja, ein bisschen sehr random. So, aber hier jetzt auch wieder das andere Design. Und werde ich jetzt mal so ausrüsten. Und zwar rede ich natürlich von diesem hier. Tada! Will ich tatsächlich das nächste so? Ja gut, ich muss das halt hier auch freilassen. Dann werde ich hier irgendwas, wo man halt weiß, okay, hier ist auch der Weg. Ja, mit Unkraut ist es eigentlich schon am besten. Aber wisst ihr was, ich weiß, wo ich genügend Unkraut habe, und zwar hier oben. So, werde ich hier mal schnell das Ganze mitnehmen. Und direkt mal, ja, wisst ihr was. Mach's einfach so und jetzt da. Ich hoffe, das passt so. Schieb's lieber noch ein Feld. Wenn es morgen dort spawnt, dann weiß ich Bescheid. Wenn nicht, dann ist besser. Mal schauen. So, jetzt habe ich nämlich das ein bisschen Unkraut, ist besser. Fällt mir gerade aber auf, dass ich tatsächlich so besser finde. Ja, wohl. Hier vielleicht ein anderes Design. Was habe ich denn da noch? Ja, ja, das da zum Beispiel. Vielleicht dann hier einfach ein transparentes. Perfekt. Okay, das ist der Anfang. Bedeutet, dass man nicht hier... Muss ich wieder einpflanzen. Safety, ich hoffe, geht jetzt kaputt. Nope. Okay, dass man jetzt hier theoretisch einen Baum pflanzen könnte. Ah, hier darf man keinen pflanzen. Boah, das ist halt echt... keine Ahnung. So, ich würde halt hier so tatsächlich schon abrunden dann. Da ist die zwei auch noch weg. Und dann hier abrunden. So. Und so, na, nicht so, sondern so. Wie wir es. Warum? Immer auch nicht nachvollziehen können. Ich würde tatsächlich. Wie habe ich denn das immer gemacht? Ich denke mal hier so. Nicht das da. Ja, so habe ich es wahrscheinlich gemacht, oder? Kann sein, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Aber hier wahrscheinlich dann auch nochmal so. Nee, falsch. Hm.
Nee, auch nicht. Jetzt das Wahre, würde ich sagen. Am besten ist schon so, das da hier. So, natürlich das hier wieder wegmachen. Okay. Passt ja. Das bedeutet, theoretisch könnte ich hier einen Baum hinmachen. So. Ganz theoretisch mal, ne? Und hier, wie gesagt, ein kleines Plateauchen. Klar sieht man dann, glaube ich, die Bäume nicht mehr so krass. Also, wenn wir uns das mal anschauen. Ah ja, okay, man sieht sie noch. Das ist eigentlich ganz cool. Ne? Also, so von der Idee gefällt es mir. Ich würde es dann auch tatsächlich genau hier abschließen. Natürlich wieder drei breit sein, mindestens. Wir können es auch hier so ein bisschen breiter machen dann, ja. So ist, ich glaube, die Idee gefällt mir. So, das heißt, ich mache es auch wirklich genau bis hier. Da ist es zwar hier zum Rumlaufen, aber mehr halt auch nicht, auf beiden Seiten. Ja, das gefällt mir doch. So. Ja, das passt doch. Wenn man dann noch dazwischen was aufstellt, ich glaube, das wird ganz toll dann. Und schon haben wir wieder ein bisschen was Besondereres hier im Wald geschaffen, was mir wirklich gefällt. So. Also, weiter geht's. Ja, eben genau abrunden. Aber natürlich muss dann so sein. Passt das so von der Länge? Ich weiß noch nicht. Ah, ist ein bisschen komisch hier. Man kann es aber, denke ich mal, nicht ändern. Ist halt die Abrundung. Jetzt gehe ich doch schon weiter, als ich wollte. Das heißt, ich muss hier wieder Custom Designs überall hinklatschen. Aber naja. Der Eingang muss natürlich so bleiben, wie er ist. Ist logisch. So, wie viel haben wir jetzt hier? Auf 4. Ja gut, so viel brauche ich nicht. So mache ich es auf keinen Fall, wenn dann so. Ja. Achso, und jetzt kann ich halt nur so machen. Aber ich glaube, das ist voll okay. Oder? Ja. Okay. Dann werde ich es halt wieder so recht standardmäßig machen. Und zwar... hier... Moment. Ein bisschen Wasser. Geht das hier? Ah ja, sehr gut. So halt. Und vielleicht von hier noch. Und von hier. Jo, passt. Dann bin ich auch nur noch ein bisschen Gestaltung. Das gefällt mir eigentlich. Ganz gut so. So, und hier unten ist jetzt die Frage halt, ne? Ich mag das, dass das hier so zwei breit ist. Ne? Also das gefällt mir eigentlich ganz gut. Ich werde jetzt hier dafür dann so machen. Ich könnte das jetzt auch so miteinander verbinden. Ja, aber dann muss ich darüber hüpfen. Das gefällt mir dann doch nicht. Passt es schon so? Ich bin mir ganz unsicher. Ich glaube schon, aber... Schaut mal, das ist ja auch perfekt zwischen den... Oh, sehr gut. Man hier so durch. Es wird ganz schön episch eigentlich. Hier muss man auf jeden Fall noch so eine kleine... Oh ja, ich weiß, was ich hier hin machen werde. Irgendein Tor. Ganz logisch. Weil das sind ja eben auch diese drei Felder. Wie markiere ich denn mir das am besten? Mal schauen, was ich da für ein Design bekomme. Ah ja, sowas ist, glaube ich, ziemlich auffällig. Und natürlich dann hier. Ja, okay, das ist nicht gerade. Verdammt. Naja, egal. Hier dann so ein Tor, dann läuft man da so durch und dann ist man hier so. Man kommt hier überall durch. Ah ja, das wird doch. Das wird auf jeden Fall. Sehr gut. Oh, das ist ein Geschenk. Kann ich das vielleicht von hier abballern? Ja, sollte eigentlich gehen. Ach, komm schon. Einmal von rechts, einmal von links. Ah, okay, da oben sogar. Es ist gerade vielleicht wieder laut. Der Wasserfall ist ja immer eventuell etwas lauter, ne? Aber gut. So, mal schauen. Was haben wir denn hier? 5000 Sterne. Ja, das kommt mir eigentlich ganz gerade gelegen, weil ich halt echt nicht so viel Platz habe. Okay, da müssen wir uns auch nicht keine Sorgen machen, was denn dahinter ist, weil da sind dann Bäume, diese wunderschönen. Klar sieht man jetzt nicht mehr diese Blumen und so, aber das sieht man ja immer noch hier, ne? Ich bleibe mal bei einer Meinung. Und hier kann ich ruhig mal Blätter pflanzen.
So. Alright. Ja, das hier mit dem einen ist ein bisschen komisch, aber da machen wir einfach... Wahrscheinlich einfach... Upsi. Moment. Einmal möchte ich hier kurz Blätter machen. Und davor jetzt das da. Passt. Und dann halt einfach irgendwas hinstellen. Mal gucken. Ja, es wird doch, oder? Sonst müssen wir uns hier noch eine Kleinigkeit. Man könnte das eigentlich ein bisschen verlängern einfach. Ja, das ist am besten, oder? Okay, das brauche ich halt so, aber es passt sowieso. Dann runden wir das. Ja, dann runden wir das so ab. Passt ja. Na. Ob ich das Unkraut jetzt einfach zerstört habe. Ja, eben, jetzt komme ich hier nicht mehr durch. Ist die Sache. Deswegen runde ich das hier alles ab. Und die werde ich ein bisschen verschieben. Einfach. Und dann ist auch diese ganze Sache hier schon erledigt. Nicht genug Platz. Ich glaube auch. Aber ich muss von der Seite platzieren. Ist mir gerade aufgefallen, sonst komme ich nicht mehr runter. Moment, jetzt stelle ich mich mal so hin. Hallo, Spiel, bitte. Ah, ich mache es mir ganz einfach. Ich hoffe, ich treffe jetzt das Richtige, sonst wird sie wieder nervig. So, ja, so ist, denke ich, schon die beste Lösung. Also, von hier ist es 18 Uhr, by the way. Nee, 17 Uhr, oder wie viel jetzt? 18, ja eben, dachte ich es mir doch. Jetzt sollte die Sonne, ja, untergehen. Perfekt, ich mag das so gerne. Bei mir ist, ja, es war ja auch gestern Uhrumstellung, ne? Also eigentlich sollte es ab jetzt erst so sein, wie es ist. Aber ja, finde ich, ja, ich hasse die Uhrumstellung. Was findet ihr eigentlich? Findet ihr sie gut, findet ihr sie schlecht? Findet ihr es toll, wenn es die nie wieder gäbe? Ich fände es schon irgendwie gut, weil sie mich jedes Mal aufs Neue nervt und voll rausbringt. Aber, ja, also ihr könnt mal gerne schreiben, wie ihr so die Uhrumstellung findet. Pro, Contra. So, ja, dann haben wir nämlich diesen Platz schon mal ein bisschen benutzt und dazwischen aber nur noch ein Bäumchen, würde ich sagen. Wir das hier wegmachen und perfekt, dann habe ich es auch schon so, wie ich es haben wollte. Und ein Baum, ich glaube, da passt jetzt gar keiner mehr hin. Ah, doch, hier. Wenn, dann hier, weil ich glaube, hier passt keiner mehr. Kannst du mal probieren? Nadelbaum? Ja, dachte ich mir. Okay, haben wir nicht auch diesen Platz hier genutzt? Gut, hier muss halt noch was hin. Ja, komm, hier kann schon das Unkraut jetzt dahin. Schon von mir aus. Mhm. So. Und dann mache ich halt hier den Baum hin. Okay, es verdeckt schon hardcore. Habe ich jetzt noch den L-Baum? Ne, den habe ich ja jetzt verbaut. Wo war denn das? Ah, hier. Ja, dann sieht man das schon besser. Meine Güte, ich muss gefühlt bei 1 Milliarde, wow, wir haben heute fast 9 Dinger verbraucht. Ich muss gefühlt bei 1 Milliarde Plätze darauf achten, wo der Baum wächst und wie er wächst. Also das wird ziemlich interessant. Das sollte die Stelle hier werden. Ich hoffe, es klappt. Oh, habe ich noch einen Spross gehabt, theoretisch? Nö, okay. Gut, dann bin ich gespannt, wie das wird. Und genau, so, was kann man denn da noch? Ja, natürlich noch den Baum immer, also das Holzstückchen, sehr logisch. Ich würde dann tatsächlich mal dann so vielleicht so hier rüber gehen. Und hier muss natürlich so sein. Hier könnte man jetzt sagen, okay, man macht hier noch ein paar Büsche. Ich habe jetzt halt die falschen nur dabei. Oder hier so? Ach, keine Ahnung. Hier kann ich einfach den Baum dann freezen. Also, die Stelle lasse ich mir mal frei zum Freezen. Ich hoffe, ich denke da dran. So, okay, das heißt aber, leider habe ich viel zu viel Stelle eingeplant. Das soll ja, wie gesagt, hier offen bleiben. Ich weiß ehrlich gesagt doch, ich weiß schon, wie man das machen könnte. Moment. Ah ja, hier doch genauso dann. Jo, passt.
Okay, dann auch hier eventuell. Nee. Hier muss dann dieses mit nach oben. Moment. Das da, glaube ich. Ich denke. Ich hoffe. Da ist aber auch hier noch das da. Bis es dann schließlich endet mit... was könnte man hier denn hinmachen? Ja, ich mache jetzt hier, by the way, doch einen doppelten Weg. Wenn ich so denke. Bin mir echt nicht sicher gerade. So, aber hier muss auf jeden Fall so. Und das da muss weg. Das da muss auch ein leeres werden. Ja, falsch. Es geht einfach so einfacher. Ich bleib dabei. Ja, aber ich mag das eigentlich, wenn es hier so ein bisschen enger ist. Aber so ist zu eng, ne? Mm. Ja, schon. Vielleicht, wenn man hier ein Grades. Nee, auch nicht. Hm. So vielleicht? Oh jo, das passt. Jetzt würde ich halt hier dann sagen, okay, wir machen hier das da. Und dann halt hier. Jo, so doch, oder? Schaut der Weg nicht so gleichmäßig aus. Ja, mir gefällt's. Okay, so wird der Weg für hier lauten. Man sieht auf jeden Fall hier, dass er weird aufhört, aber sobald man hier reinläuft, halt nicht mehr. Also ich mag diese Stelle hier. Klein, aber fein ist sie geworden. Ich setze jetzt einfach mal schon mal eine Blume. Und wir könnten hier theoretisch auch eine Blume, aber für eine gute Abgrenzung, denke ich mal, sollte hier schon was anderes hin, wie zum Beispiel Büsche. Ja, das werden wir auf jeden Fall in Zukunft uns anschauen. Es wird langsam. Der Wald wird jetzt ein bisschen besser. Das ist jetzt eh so ein bisschen, jo, ich kann den Steinkreis nicht weiter gestalten, deswegen gestalte ich irgendwo anders. Oh, schaut das gerade cute aus. Schaut es euch an. Naja, ich würde sagen, ich muss das jetzt gleich wieder zukleistern, damit die Steine spawnen richtig. Aber das ist nicht eure Sorge. Wir sehen uns bei einer weiteren Folge von Animal Crossing New Horizons wieder und habt bis dorthin einen traumhaften schönen Tag. Bis dorthin und tschüss.